Hallo, mein Name ist Niklas Beste und das hier ist das Format 2 aus 3. Eine neue Ausgabe von 2 aus 3 hier im Trainingslager in Algorfa und unser heutiger Gast ist Niklas Beste. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt in den nächsten Minuten über dich erfahren, denn die ein oder andere interessante Sache hast du ja schon erlebt in deinem Leben. Das kann man, glaube ich, erahnen, wenn man in deine Vita schaut. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch erst direkt mal mit der ersten Sache an. 2 aus 3, entscheide dich bitte. Okay. Welchen dieser Vereine würdest du, wenn du streichen könntest, am ehesten streichen? Oder anders ausgedrückt, wahrscheinlich was bei allen gut, welchen würdest du streichen, wenn du müsstest? Entweder Borussia Dortmund, Werder Bremen oder den Jahren aus Regensburg? Werder Bremen. Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Warum? Ich war in Dortmund, habe ich meine ganze Jugend verbracht. Von klein auf nach ganz oben und in Bremen habe ich nur ein Jahr verbracht und in Regensburg habe ich 2 Jahre alt verbracht und ja, bin sozusagen in Regensburg dann sozusagen auch, ich will nicht richtig sagen Profi geworden, aber habe natürlich meine ersten Pflichtspiele in Deutschland für Regensburg gemacht, deswegen ist die Entscheidung eigentlich schon relativ einfach gefallen, ja. Du hast gerade angesprochen, deine Jugendzeit hast du zum Großteil in Dortmund verbracht. Bist ja damals, glaube ich, von der Spielvereinigung Hamm zum BVB gekommen und hast bis zur U19 da auch gespielt. Das war eine durchaus erfolgreiche Zeit. Ja, ich glaube auch, ja. Ich glaube, ich bin damals genau in der U10 hingewechselt und dann habe ich halt jede Jugend durchlaufen bis zur U19, bis zum Ende der Jugend, genau. Und ja, ein paar Titel habe ich, glaube ich, gewonnen, ja. Mit Dortmund. Unter anderem ja auch mit Janis, ne? Das war dann ein Wiedersehen für dich gewesen. Ja, ich kannte Django, ja. Wir haben ja zweimal zusammen wurden wir Meister. Einmal in U17 B-Jugend, Deutscher Meister wurden wir zusammen und in der A-Jugend auch, ja. Also wir haben zusammen schon was gewonnen, ja. Und jetzt fand ich es auch gerade interessant, du hast gesagt, deine ersten Profispiele in Deutschland. Das hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm. Du hast ja tatsächlich auch eine Saison in den Niederlanden gespielt beim FC Emmen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage bzw. Auswahlmöglichkeit. Auch in der niederländischen Liga gibt es ja so das ein oder andere interessante Stadion. Ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, warst du auch schon in dem ein oder anderen ziemlich coolen Stadion zugegen. Und da würde mich mal interessieren, welches dieser 3 Stadien, die ich jetzt aufzeige, für dich ja, nicht ganz so waren. Okay. Ich habe natürlich die Johan Cruyff Arena von Ajax Amsterdam. Da standest du im Kader, dann das Stadio Atletico Azzurri d'Italia von Atalanta Bergamo und das Weserstadion von Werder Bremen. Welches hat dich vielleicht nicht ganz so gecatcht? Da muss ich, glaube ich, das Atalanta Stadion in Bergamo rausnehmen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so zu 100% kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Scheint es wohl, glaube ich, dann nicht so in mein Gedächtnis gebrannt zu sein. Deswegen entscheide ich mich für das Stadion in Bergamo. Lass uns mal ganz kurz über das Stadion von Ajax Amsterdam sprechen. Ja, zeitgleich auch das Nationalstadion der Niederlande. Das ist bestimmt was ganz Besonderes, wenn man da zum ersten Mal reinkommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir haben, glaube ich, sogar relativ am Anfang, ich glaube, am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag da gespielt, am zweiten. Das war, glaube ich, sozusagen auch das erste Mal, wo ich dann wirklich ich glaube, das war dann mein zweites Profi-Jahr, wo ich dann wirklich in so einem großen Stadion dann gespielt habe. Das war natürlich dann in dem Stadion, das es direkt ist. Das war schon krass, ja, muss ich sagen. Ich glaube, das Stadion war damals sogar auch ausverkauft. Ja, aber in dem Spiel, muss man, glaube ich, auch ehrlich sagen, haben wir dann auch wirklich keine Chance gehabt. Haben wir dann, glaube ich, auch sogar verdient verloren. Die Leistungsunterschiede in der niederländischen Liga, wie würdest du die beschreiben? Du sagst, keine Chance gehabt, ist es? Ja, die Leistungsunterschiede sind da schon extremer. Oder schon extrem. Also ich glaube, da gibt es schon Leistungsabfall, sage ich mal, von Ajax Amsterdam und von den kleineren Vereinen. Da merkt man schon einen Unterschied, muss man schon sagen, ja. Also man hat in Holland echt viele gute Einzelspieler, das muss ich echt sagen. Es ist vielleicht ein bisschen anders wie in Deutschland, aber allgemein ist es da schon ein Unterschied, auf jeden Fall, ja. Würdest du sagen, die Zeit hat dich vorangebracht, auch wenn du dich ja dann da leider am Knie auch verletzt hast? Ja, das Jahr hat mich auf jeden Fall extrem weitergebracht. Also vielleicht auch vom Fußballerischen, aber
Vor allen Dingen von der Persönlichkeit, muss ich sagen, weil war natürlich Ausland, nicht immer Deutsch gesprochen und das hat mich schon in dem Jahr echt vorangebracht, muss ich sagen. Also das war dann leider das Jahr dann genau, wie du gerade gesagt hast, ich habe mir dann leider das zweite Mal Meniskus gerissen. In der Saison wurde dann auch Corona-bedingt die Saison abgesagt. Das war ja dann nur in Belgien und in Holland so. Und ja, ich glaube, ich war dann, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, nicht mal ein ganzes Jahr, aber in den Monaten, die ich da war, die haben mir schon sehr gut gefallen und auch extrem weitergebracht. Und dann stand man halt in der Schwebe, was man macht. Man war echt lange zu Hause. Ich glaube, ich war 3 Monate nur zu Hause, ohne Training, ohne nichts. Und da muss man sich halt selber komplett fit halten. Das hat dann der Verein nicht vorgegeben. Und jetzt muss man sagen, du hast nicht nur, was deine Vereine angeht, eine ziemliche Entwicklung gemacht, sondern tatsächlich auch, was die Position angeht. Und das leitet jetzt gut über zur nächsten Frage. Auf welcher der jetzt kommenden drei Positionen hast du denn am wenigsten gern gespielt? Linksverteidiger, Linksmittelfeld oder Rechtsmittelfeld? Ich habe ganz lange ja links hinten gespielt, ich glaube bis vor 2 Jahren jetzt. Aber ich muss leider sagen, ich glaube, links hinten schließe ich weg oder schieße ich weg. Weil ich glaube, vorne auf den Außenpositionen, glaube ich, bin ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben, denke ich. Ja, da habe ich erstens, glaube ich, die Defensivarbeit nicht so und ich kann halt mich in der Offensive frei oder fast frei entfalten. Ich glaube, deswegen sage ich links hinten. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du dann von der Linksverteidigerposition eher in Richtung Offensive gegangen bist? Normalerweise kennt man das ja eigentlich aus der Profikarriere, dass es schon fast andersrum ist, dass die meisten eher offensiv anfangen und dann mit der Karriere eher weiter nach hinten gehen. Ja, bei mir war so, ganz, ganz früher in der Jugend habe ich eigentlich immer Stürmer gespielt oder relativ weit vorne. Dann zu U12 ging es ja dann aufs Großfeld. Dann wurde ich nach hinten links gepackt, habe dann immer hinten links gespielt. Dann zur U19 habe ich dann in der Nationalmannschaft ab und zu mal links vorne immer gespielt, aber trotzdem immer links hinten geblieben und ja, die ersten zwei, nee, die ersten 3 Profijahre sogar dann auch links hinten gespielt. Dann habe ich mich im ersten Jahr in Regensburg halt immer häufig verletzt, war ich, sage ich mal. Dann wurde ich immer reingeworfen, links vorne tatsächlich die ganze Zeit. Und dann zur neuen Saison, jetzt letztes Jahr, ich glaube, das war die Saison 21/22 in Regensburg, wurde dann vor der Saison ja, mit mir geredet und wurde mir gesagt, dass man mit mir vorne plant, auf den Außenpositionen. Ich habe gesagt, ja, ist kein Problem, probieren wir mal aus. Und dann hat es ja, glaube ich, auch ganz gut funktioniert im ersten halben Jahr. Ja, und seitdem fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ja, ich glaube, das sieht man auf dem Platz. Da machst du einen ganz vernünftigen Eindruck, wenn ich das von außen so sagen darf. Sag mal so ein bisschen über deinen fußballerischen Werdegang gesprochen, über das, was schon war. Jetzt würde ich mich vielleicht persönlich, würde mich mal bei dir interessieren, wie es so für dich auch weitergehen könnte, gerade vielleicht auch mal nach der Zeit des Profifußballs. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, du hast ja angefangen, Fußball zu spielen in Hamm, was ja daran liegt, dass du auch gebürtig aus Hamm kommst. Dementsprechend würde mich interessieren, nach der Karriere, wo geht's denn dann hin? Beziehungsweise, wo geht's auf gar keinen Fall hin? Ich habe mal drei Auswahlmöglichkeiten. Natürlich als erstes Hamm, das erklärt sich von selbst. Dann habe ich Lingen ausgegraben. Das ist, glaube ich, der ehemalige Wohnort oder Geburtsort von deiner Verlobten. Genau. Und Bremen habe ich jetzt einfach mal mit reingeschmissen. Ja, dann sage ich auch Bremen wieder, weil genau in Lingen kommt meine Verlobte jetzt her. Genau da wohnen auch sozusagen meine Schwiegereltern. Ich habe selber auch da ja gewohnt, wo ich in den Niederlanden gespielt habe. Ich habe in Deutschland dort gewohnt. Da habe ich sie dann auch kennengelernt über Freunde. Es war ein Zufall, genau. Und Hamm natürlich, meine Familie wohnt in Hamm. Deswegen, ich habe eigentlich, oder nicht eigentlich, ich habe gar keinen Bezug mehr zu Bremen. Deswegen streiche ich Bremen raus. Das war eigentlich jetzt eine ganz einfache Frage für mich. Vielleicht machen Sie jetzt noch mal ein bisschen komplizierter. Was würdest du denn sagen, wenn ich dich fragen würde, entweder Hamm oder Lingen? Das ist ein bisschen schwieriger. Ich würde sogar, glaube ich, tatsächlich sagen, dann streiche ich sogar Hamm raus. Aus dem Grund, weil Lingen natürlich auch ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen, doch, weil Lingen einfach ein bisschen ländlicher ist. Und tatsächlich hat es meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder auch in Lingen sehr gut gefallen, weil es einfach ein bisschen außerhalb ist oder ein bisschen ländlicher als Hamm. Deswegen sage ich Hamm, einfach mal Hamm. Das heißt, du bist auch eher der in Anführungsstrichen Dorftyp als
Großstadt. Ja, das hat sich, glaube ich, ein bisschen auch geändert. Ich sag mal, Hamm ist jetzt auch keine Kleinstadt. Ich habe aber dann auch damals in Bremen, das ja komplett in der Innenstadt gewohnt. Aber ja, seit ich mit meiner Verlobten jetzt zusammen bin, haben wir auch einen Hund und da haben wir einfach keine Lust mehr auf großen Trubel, Innenstadt, viel Verkehr. Und wir haben es lieber ein bisschen ruhiger, lassen es ein bisschen auch ruhiger angehen. Und ich glaube, das ist auch für den Hund ganz gut, wenn es ein bisschen Ruhe ist und ein bisschen viel Landschaft ist. Für den Hund ist es bestimmt auf jeden Fall gut. Kann man das vielleicht auch wieder auf deine Karriere beziehen? Eher ruhig im Privaten und den vollen Fokus dann aufs Fußballspielen legen? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das können vielleicht dann die einen oder anderen dann vielleicht besser sagen, aber bei mir ist es dann schon so im Privatleben, dass ich eigentlich dann eher ein relativ ruhiger Typ bin, oder auch ruhig, aber auch im sehr, sehr engen Kreis nur bin, dass ich echt mich dann auch echt nicht an jeden anvertraue, sondern wirklich dann nur den engsten Kreis. Und ja, wie du dann sagst, wenn es dann auf den Platz geht, dann will ich dann auch gewinnen und dann versuche ich auch alles zu geben. Für mich, aber auch natürlich vor allen Dingen für die Mannschaft. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Wenn ich auf dem Platz bin, dann haue ich alles raus oder versuche es zumindest. Jetzt hast du gesagt, enger Kreis, das ist eher das, worauf du dich dann im Privaten beziehst. Vielleicht, was auch dafür spricht, deine Instagram-Seite. Auch nur zwei Beiträge. Ja, ich muss sagen, so auf Instagram aktiv, glaube ich, bin ich jetzt nicht. Nee, das stimmt. Ich habe die App, ich gucke auch schon ab und zu mal rein, genau, aber ja, so extrem vielleicht wie andere Leute bin ich nicht. Nee, das ist dann für mich, früher habe ich auch echt mal immer was gepostet, aber irgendwie so auch mit den Jahren ist es für mich irgendwie auch nur eine Nebensache geworden. Wenn du was wegstreichen müsstest, Facebook, Instagram oder TikTok, was wäre das für dich? Ja, dann Facebook. Facebook. Bist du schon bei TikTok unterwegs? Ja, ich hab die App, ich habe auch einen Account, aber ich gucke mir einfach nur die Videos an. Ne? Also ich like da auch nichts, kommentiere da auch nichts, ich habe einfach nur die App, um Videos zu gucken. Und das war's. Also sozusagen auch vielleicht bei Instagram auch so. Dann schickt mir vielleicht mal auch meine Verlobte irgendwie mal ein, zwei Videos. genau, oder ein, zwei Freunde, aber sonst muss ich sagen, ja, habe ich halt die App, guck mal ab und zu rein, aber viel posten tue ich nicht, nee. Social Media ja auch ein sehr gutes Stichwort, weil du wirst dich daran erinnern können, wir haben ja auch ein kleines Gewinnspiel auf Instagram gepostet. Da ging es um ein Trikot von dir. Ja. Und die Auflösung, die wollen wir dir jetzt natürlich auch überlassen. Okay. Haben wir mal eine Kleinigkeit vorbereitet, fast wie bei den Oscar-Verleihungen. Ich gebe dir mal den Brief einmal Dankeschön. und dann darfst du gerne mal reinschauen. Okay. Und da müsste ein Name draufstehen. Ich bin gespannt, wer sich freuen darf. Der Gewinner ist Benny. SGSTR. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du freust dich über das Trikot. Ich hoffe, ich habe es jetzt so richtig ausgesprochen. Ich kann es mal gerne in Dann, die Kamera ja, halten halt vielleicht nochmal. mal in die Kamera, dann sind wir auch ganz sicher. Also, Benny, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, Ja, zum Benny, herzlichen Trikot. Glückwunsch. Ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, das Trikot passt dir. Wollen wir es hoffen, bestimmt. Also, in dem Sinne haben wir das jetzt auch aufgelöst. Niki, ich sage Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. Natürlich noch viel Erfolg im Trainingslager und Dankeschön. offensichtlich auch für die gesamte Rückrunde. Dankeschön.